Ja, mein Name ist Bernd Geiser. Ich bin einer der Mitbegründer des ersten CSD in Berlin 1979. Zum ersten CSD vor jetzt mittlerweile 40 Jahren ist es auf überraschende Weise gekommen. Einer meiner besten Freunde, Andreas Pareik, mit dem ich zusammen damals in der Berliner Schwulenzeitung mitgearbeitet habe und im Schwutz, dem Schwulenzentrum, das wir beide mitbegründet haben, kam aus New York zurück und hat uns ganz buschig und wild gemacht und hat gesagt, dort sind die Vorbereitungen zum 10. Jahrestag des Aufstands im Stonewall Inn in der Christopher Street in New York schon in vollem Gange. Das müssen wir auch in Berlin zum Anlass nehmen, etwas auf die Beine zu stellen. Wir wussten, dass die queere Szene damals, die ja nicht vergleichbar ist mit der heute, sehr unüberschaubar war. Also es bestanden nicht viele unmittelbare Kontakte, beispielsweise zwischen dem Latz und dem Schwutz, das im gleichen Haus in der Kulmerstraße 20a untergebracht war. Deshalb mussten wir, und wir wussten, dass wenn wir das da einbringen in diese Gremien, hat das wochenlange Diskussionen zur Folge und die wollten wir vermeiden, weil wir ja diesen Termin Ende Juni nicht versäumen wollten. Deshalb haben wir die Sache selbst in die Hand genommen, haben uns hingesetzt, ein Flugblatt geschrieben und einen Aufruf dazu verfasst, mit dem wir dann wochenlang durch die queere Subkultur Berlins unterwegs waren. Wenige Tage vor dem CSD, dem ersten, zu dem wir auf dem Savignyplatz aufgerufen haben, 12 Uhr mittags an einem Sonnabend, haben wir uns im Schwutz hingesetzt und haben Plakate gemalt und Flyer gebastelt und alles Mögliche gemacht. Andreas hatte den ersten CSD als politische Demonstration angekündigt und wurde von der Polizei damals gefragt, wie viele Teilnehmer wir denn erwarten. Er hat dann in prophetischer Voraussicht die Anzahl von 500 Menschen genannt, die wir erwarten. Und überraschenderweise war das ungefähr auch so die gleiche Zahl von lesbischen Frauen und schwulen Männern, die dann tatsächlich auf dem Savignyplatz versammelt waren, als es losging. Und wir waren natürlich riesig happy. Wir hätten uns damals nicht träumen lassen, dass der CSD eines Tages eine Entwicklung nehmen würde und eine Form annehmen würde, wie das heute der Fall ist, mit Hunderttausenden von Teilnehmern, sondern wir waren glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, ein paar 500 Menschen dafür zu interessieren.